Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Jack Made ET, der Außerirdische mit den nächsten drei Ausgaben. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen, in einer Folge drei Ausgaben zu bauen. Wir probieren es einfach mal. Wenn es zu lang dauert, dann weiß ich, dass ich das beim nächsten Mal splitten muss. Wir setzen uns aber erstmal rüber an den Tisch, gucken, was wir heute bekommen haben und was wir tun dürfen und dann legen wir los. So, und dann seht ihr, ich habe hier alles schon fein säuberlich sortiert vor mir hingelegt. Ausgabe 3 samt Teile, Ausgabe 4 samt Teile und Ausgabe 5 samt Teile. Aber Teil dieser Lieferung war ja auch noch ein Geschenk, wenn man sich ja abonniert, bleibt ja nichts anderes übrig. Gibt es nämlich eine kleine Mappe, was ich schon sehr, sehr cool finde, dass ja, der Inhalt quasi in so einer Mappe ist. Ja, das ist so etwas dickeres Papier, nicht ganz Karton würde ich sagen, aber etwas dickeres Papier, wie ihr seht. Und hier drin befinden sich die drei Poster, die ja als zum Abo-Geschenk dazugehören. Und auch die Poster sind schon was hochwertiger, also nicht so, ich sage jetzt mal so Bravo-Poster-mäßig, so aus ganz dünnem Papier. Das ist schon dünnerer Karton hier, in der Tat. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ja nicht, wie gesagt, einfach so ein kleines, einfaches, billiges Poster. Das ist schon hochwertig. Gefällt mir richtig gut. Also ob das hochwertig ist, das sei mal dahingestellt. Aber es wirkt hochwertig. Ja. Und schöne Motive, die sie daraus gesucht haben. Gefällt mir richtig gut. Mal gucken, ob ich dafür ein Plätzchen finde. Zumindest für eins. Und dann kann ich das immer mal variieren, dass ich mal ein anderes hinstelle oder hinhänge. Mal gucken, ob wir dafür hier Platz im Studio haben. Das gucken wir dann. Ich wollte es euch nur nicht vorenthalten. So, Ausgabe 5 mit Teile legen wir zur Seite. Ausgabe 4 mit Teile ebenfalls. Wir brauchen teilweise auch noch die Teile vom letzten Mal. Das heißt, ich bereite mich hier vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit haben wir die Teile jetzt alle komplett ausgepackt. Wir haben hier einen Schraubendreher. Ja, ich werde mal... Wir wissen, was wir davon zu halten haben. Ich werde ihn wahrscheinlich mal ausprobieren, aber ich denke nicht, dass das eine große Nummer wird. Da habe ich lieber, glaube ich, den Schraubendreher von der Graf Zeppelin. Damit komme ich, glaube ich, weiter. So, dann haben wir hier ein paar Schrauben. Soweit ich das mitbekommen habe, unterschiedlichster Art. Also müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Eine Batteriebox, ein großes Kunststoffteil für den Kopf. Oh, irgendein Teil wie eine Art Schiene. Dann haben wir den Finger und das Gestell für den Finger und eine Abdeckung für die LED. Alle Teile da. So, was sollen wir machen? Wir sollen als erstes, ja, wo haben wir sie? Die LED, ja, die müssen wir noch auspacken. Und dann können wir diese Kappe, guck mal, ist aber ein sehr dünnes Kabel. Ein sehr dünnes Käbelchen. Naja, gut. Hier kommt auf jeden Fall die Kappe drauf. Dann soll das Ganze hier in den Finger eingefädelt werden. An dem einen Ende hier haben wir einen Widerstand. Ich probiere es mal mit der anderen Seite. Oh, das sieht ganz gut aus. Das kriegen wir reingequetscht. Das passt. Super. So, das fädeln wir jetzt hier einmal durch. Und dann sollen wir das zusätzlich noch mit Klebeband sichern. So, jetzt sollen wir uns ein bisschen Klebeband nehmen. Leider ist jegliche Art von zusätzliches Material, wie jetzt hier Klebeband, leider nicht mit dabei. Das finde ich beim Puppenhaus... ja gut, beim Puppenhaus der Kleber ist auch nicht dabei, aber die Klebebänder, die man teilweise benötigt, dieses doppelseitige, jetzt beispielsweise beim Dach, das war ja mit dabei. Das wäre halt cool gewesen, wenn hier wie es auch ein paar Streifen dabei gewesen wären. Aber gut, wir wollen uns nicht beklagen. So ist das, so hat das wenigstens auch ein bisschen was mit Modellbau zu tun. So, das Kabel ist durchgeführt, die LED ist hier vorne fixiert mit einem Klebeband. Hier ist ein Stück Klebeband und hier ist ein Stück Klebeband und jetzt soll das Ganze durch den Finger geschoben werden. Hopp, bis zum letzten Punkt. Ah, ich glaube, jetzt haben wir ihn erreicht. Der letzte Punkt, soll der rüber? Nee, der soll nicht rüber. So soll der eigentlich drin liegen. Ja, sehr locker, wie ich finde. Also wenn der hier sitzt, laut Anleitung soll der hier sitzen, aber ich finde das ganze Ding ein bisschen locker, wenn ich den aber hier hinten so ein bisschen drüber schiebe, dann sitzt der fester drin. So lasse ich das erstmal. So, jetzt dürfen wir tatsächlich testen. Eine Folge, die erste Folge mit der dritten Ausgabe, wo wir testen dürfen. Ist das verrückt? Schon nach der dritten Ausgabe. Oh, da bin ich aber gespannt. Und es geht auch spannend weiter, das kann ich euch sagen in dieser Folge. Da passiert so einiges und das Ergebnis ist schon erstaunlich, wie ich finde.
Da freue ich mich drauf. So, aber jetzt testen wir erstmal den Finger. Plus zu Plus, also Rot zu Rot. Schwarz zu Schwarz, also Minus zu Minus. Macht ja Sinn. Aber so ganz so leicht ist das gar nicht, die Dinger da reinzuschuppeln. Oh, jetzt ist er drin. So, jetzt wollen wir mal testen. Oh, guck mal, wie das leuchtet. Wie sieht er denn in der Kamera aus? Heller, als es tatsächlich ist. Also das sieht wirklich aus wie im Film. Also wenn man das live sieht. Hier in der Kamera sieht es viel, viel greller aus. Aber das habe ich auch schon in meinen Puppenhaus-Videos öfter mal erwähnt. Das sieht in den Kameras, in den Videos sieht das immer viel, viel heller aus, als es eigentlich ist. Und das sieht wirklich gut aus. Das kann ich euch sagen. Das sieht wirklich gut aus. Das gefällt mir. So, dann machen wir weiter. Und zwar brauchen wir jetzt die Teile, die wir beim letzten Mal nicht verbaut haben. Da haben wir hier einmal die Augen. Und wir brauchen dieses Teil und wir brauchen diese grauen Scheiben, die weißen auch, jetzt muss ich gucken. Nee, die weißen nicht, die brauchen wir wann anders. Die zwei brauchen wir und entsprechend die beiden Schrauben. So, jetzt sollen wir das Ganze so hier einbauen. Das heißt, den einen hier, hoppla, und den anderen hier. Das, hoppla, soll verschraubt werden. Kommt der hier hinter. So, und dann setze ich schon mal die Schraube an. Dann probiere ich es mal mit dem mitgelieferten Schraubendreher. Na doch, das geht überraschend gut. Ich staune. So, ich nehme an, da sollen wir... Ja, ist sehr locker. Ich habe wirklich festgedreht und es ist locker. Das habe ich bei anderen Modellen auch schon anders erlebt. Da musst du halt die Schraube ein bisschen lockerer drehen, damit das Ding noch Spiel hat. Das Problem ist dann aber, dass es sich mit der Zeit... durch die Bewegung eben löst. Theoretisch müsste man hier eigentlich immer einen Tropfen Sekundenkleber mit reinmachen, im besten Falle. Denn eben, das Modell wird sich ja später bewegen, sicherlich vielleicht auch viel bewegen. Und damit es langlebig ist und sich keine Schraube löst, müsste man es eigentlich mit etwas Sekundenkleber ins Loch tun. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird halten. So, jetzt haben wir die ersten Sachen so richtig montiert hier beim IT. Sehr gut. Jetzt brauchen wir das Teil, und zwar so rum, und dann soll das so rum hier rein, das dahin, das dahin, seht ihr das? Und wenn man jetzt hier den Riegel in der Mitte dreht, seht ihr das, bewegen sich schon die Augen hin und her. Ganz einfache Nummer. So, jetzt müssen wir das Ganze aber nochmal auf den Kopf drehen, wir müssen es jetzt nämlich von unten verschrauben und dafür brauchen wir... diese anderen Plastikringe, die beim letzten Mal übrig geblieben sind. Jetzt muss ich bloß gucken, wie rum die rauf gehören. Gut. Also wenn ich das richtig sehe, so rum. Gut, das schiebe ich mir gleich noch zurecht. Hauptsache, sie liegen schon mal richtig rum. Das ist schon mal gut. Gut. Ihr seht, das Ganze ist jetzt hier fest dran geschraubt. Hier kann man nichts mehr machen. Da kannst du noch hin und her bewegen und ihr seht, das ist relativ leichtgängig. Also ich bin davon überzeugt, das wird was. Da bin ich doch sehr optimistisch. So, damit sind wir mit der Ausgabe 3 durch. Das heißt, wir können uns Ausgabe 4 schnappen und entsprechend die Teile bereite ich mir vor, denn hier haben wir das gleiche Spiel wie gerade eben. Wir müssen erstmal alles aus dem Blister holen. Das heißt, ich muss erstmal den Blister aufschneiden. So, und hier haben wir schon die nächsten Teile parat aus Ausgabe 4. Wir haben hier einmal die Augenlider. Das ist allerdings aus Kunststoff. Wow, das kann man vielleicht sogar noch ein bisschen farblich verbessern. Ihr seht, wir haben hier Vertiefungen schon angedeutet. Aber da fehlt noch ein bisschen die entsprechende Natürlichkeit, die Farbe mit dunkleren Tönen nochmal die Falten quasi deutlicher markieren. Dann haben wir hier ein Kunststoffteil in Schwarz. Dann haben wir hier nochmal ein großes Teil. Wir haben hier, so, hier haben wir noch ein Tütchen mit Schrauben. Da gucke ich mal gerade drüber, weil bei der Ausgabe 3, weiß gar nicht, wie ich das erwähnt hatte, aber da waren das zwar unterschiedliche Schraubentypen, die sehen hier aber alle gleich aus. Die sind auch alle gleich, ganz hervorragend. Gut, wunderbar. Wir brauchen dann wieder das Teil hier und sollen das hier einsetzen. Ich muss bloß noch mal ganz genau gucken, wie rum. Aha, verstehe. Ach so. Okay, Hammer. Machen wir auch wieder mit dem gleichen Schraubendreher. Inzwischen wird die Feder gespannt. Das heißt, dass die Augen immer in die mittlere Position automatisch zurückkehren. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Sehr interessant gelöst. So, jetzt soll die Feder hier noch reingehangen werden.
Und dann? Oha. Hier muss man die Schraube anscheinend wieder etwas lockern. So, jetzt seht ihr, was ich meine. Durch die Feder hier drin wird das Ganze immer wieder zur Mitte zurückgeschickt. Das finde ich toll. So, und im nächsten Schritt sollen wir das hier ran machen oder hier drauflegen oder wie oder was? Oder einfach so hier oder wie? Aha, schaut mal. Wie, das soll halten? Ich muss mal umblättern. Ach so. Okay, ich sehe gerade, das wird jetzt mit dem Teil hier von unten verschraubt. Okay, das steckt man hier einfach rein. Hier sind wie so Nasen gewesen. Nasen, wie so Nasen dran. Und hier die entsprechenden Löcher. Und da schiebt man die Nasen einfach rein. Und hier unten, an dieser Stelle, kommen dann quasi zwei Schrauben rein. So, das ist hier fest drin. Mehr kommt hier nicht. Jetzt soll das hier so rum, hier oben drauf. Ja, so macht es Sinn. Aha, als Kopfverlängerung. Seht ihr, das hier haben wir auch schon entsprechend die, ja, die dezente Kopfform. So, da soll hier bündig reingesteckt werden und von unten mit vier Schrauben befestigt werden. Das kriegen wir hin. So, das haben wir jetzt verschraubt. Das ist gut stabil. Das ist blöd, dass die ganze Zeit nach vorne rutscht. Egal. Jetzt sollen wir das Teil aus der Ausgabe 2 verbauen und das soll einfach hier vorne dran, so, und dann seht ihr hier, seht ihr das, genau, da gehört das rein, wenn man es denn rein bekommt, ich hoffe doch. Gut, jetzt werde ich das versuchen so zu halten, dann seht ihr, haben wir hier im Bereich der Nase links und rechts die Löcher für die Schrauben, die schmeiße ich schon mal rein und dann ziehen wir an. Gut, das Ganze ist befestigt, jetzt können wir jetzt können wir zwinkern und wir können links und rechts gucken. Ist das nicht toll? Und jetzt machen wir etwas, was glaube ich jeder machen würde, der an dieser Stelle ist. Also der das auch baut und jetzt an dieser Stelle ist, machen wir jetzt mal was glaube ich jeder macht. Genau, wir setzen jetzt einfach mal die Maske drauf. Einfach um mal zu gucken, wie das aussieht. Und das sitzt sogar sehr gut, schaut mal. Das geht noch nicht ganz runter. Ich weiß nicht, ob von unten noch ein Augenlid kommt. Das ist schon sehr komisch. Eigentlich müsste das ja noch viel weiter runter gehen, ihr seht. Und ich meine nicht, dass da noch irgendwas von oben kam. Egal, wir gucken einfach, wie es weitergeht. So, das stelle ich kurz zur Seite und dann hole ich noch die Ausgabe 5, glaube ich, war es, her. So, die Teile von Ausgabe 5 habe ich jetzt vor mir zu liegen. Ich wollte euch bloß noch mal zeigen. Wie gesagt, ich finde es immer noch merkwürdig. Ich musste leider die Augen korrigieren, denn tatsächlich gibt es da eine richtige Richtung, wo welches Auge hingehört. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, mein IT hat ein bisschen geschielt. Das habe ich aber wieder korrigiert, indem ich einfach die Augäpfel wieder getauscht habe. So, aber wie gesagt, dass der die Augenlider nicht ganz runternimmt, das sieht schon komisch aus. Egal, wir lassen uns überraschen. Wir machen weiter mit Ausgabe 5 und da ist mir was aufgefallen beim Beipackzettel dieser Teile. Hier haben wir einen Motor, ein paar Zahnräder und ein Gehäuse. Das heißt, wir bauen uns wahrscheinlich eine eigene Motorbox und ist designed bei Kyosho. Und Kyosho ist eigentlich ein Begriff in der Modellwelt im Bereich des RCs. Kyosho also steckt da mit dahinter. Das ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, aber Kyosho ist eigentlich schon eine gute Marke. Gut, dann wollen wir mal. Das müssen wir auch noch aufmachen, das Tütchen hier. Das ist ja kein Problem. Und dann haben wir hier zwei kleine, wie so Bolzen, ne? Wird's was werden? Ja, da ist es. So. Und jetzt lege ich mir das einmal so hin, wie es in der Anleitung steht. Dann setze ich den ersten Stift hier rein. Das habe ich, dann brauche ich, jetzt muss ich gucken, dieses Zahnrad soll hier hin. Dann soll der nächste Stift dorthin und das Zahnrad soll so rum rein. Und damit haben wir schon mal die erste Übersetzung. Und dann soll der Motor noch eingesetzt werden. Getestet wird jetzt hier gar nichts. Ich blätter nur mal um. Achso, wir haben sogar ein doppelseitiges Stück Klebeband hier zu liegen. Hier drin.
Da ziehen wir mal die Schutzfolie von ab und dann kleben wir den Motor hier noch ein. Okay, ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, dass das gar kein doppelseitiges Klebeband ist. Nichtsdestotrotz, das Kabel soll hier durch diese Öffnung und dann können wir einfach den Motor hier reinsetzen. Ich teste mal ganz kurz. Greift der? Der greift. Nein, nicht, dass wir jetzt hier irgendwas verändert haben, weil wir das Stück Papier da rausgeworfen haben. Ich habe es wieder reingesetzt. Das scheint schon wichtig zu sein, denke ich. Gut, gut. Ja, dann sind wir auch schon durch mit allen drei Ausgaben, die wir diesmal bekommen haben. Ich glaube, beim nächsten Mal bekommen wir mehr. Ja, ihr Lieben, das war es dann also schon wieder mit Ausgabe 3, 4 und 5. Haben wir abgearbeitet und ich finde, also dafür, dass wir in Ausgabe 1 und 2 nicht so viel gemacht haben, haben wir aber jetzt mit 3 bis 5 eine ganze Menge erledigt. Also dass wir fangen an, das erste Motorgehäuse zu bauen. Wir haben den Kopf wirklich weit vorangebracht mit Augenlidern und beweglichen Augen. Tolle Sache, tolle Mechanik, gefreut mich. Die Qualität ist bis jetzt auch ganz gut. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass der Finger aus Kunststoff sein könnte. Aber nein, das ist auch aus Latex oder Gummi, irgendwo sowas in der Art. Das gefällt mir richtig gut. Also ja, hoffe ich, dass sich auch diese Art der Textur der Haut auch über das komplette oder über die komplette Figur in dieser Art Gummi-Latex durchzieht. Ich hoffe doch sehr. Nicht, dass er irgendwann zwischendurch Plastik kommt. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Weil man das sieht, den Unterschied, denke ich. Jedenfalls sind wir jetzt durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den nächsten Ausgaben. Ich bin gespannt, wann das sein wird und wie viele Ausgaben wir bekommen. Ich meine, es sind immer 4 oder 6. Ich glaube 6. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren und dann schauen wir mal, wie viel wir denn auch in einer Folge immer schaffen. Jetzt haben wir gleich dreimal oder drei Ausgaben mit einmal weggepfeffert. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht allzu lang und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet fleißig ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao.